es so sehen, dass eigentlich mehr oder weniger jedes Nahrungsfett, also ob es jetzt irgendwie ein Öl ist oder die Butter oder meine Margarine, mir gesättigte, einfach ungesättigte und mehrfach gesättigte Fettsäuren liefert. Also das ist diese Zusammensetzung, die dieses Nahrungsfett mit sich bringt. Und die Ausprägungen, je nachdem wie viel an gesättigten Fettsäuren, an einfach ungesättigten oder an mehrfach ungesättigten Fettsäuren in einem Produkt enthalten sind, das ist eben unterschiedlich. So als generelle Leitlinie kann man eben sagen, dass eigentlich die meisten tierischen Fette mehr gesättigte Fettsäuren liefern, eben tierische Fette aus der Milch, aus dem Rahm, aber auch aus Fleisch oder Wurstwaren. Fischfette bringen demgegenüber aber recht viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren, also wie jetzt zum Beispiel Omega-3 oder Omega-6-Fettsäuren, die essentiell sind, also die mein Körper nicht selber herstellen kann. Aber auch pflanzliche Produkte, wie jetzt zum Beispiel das Rapsöl, liefert Omega-3 oder Omega-6-Fettsäuren. Also gute Fette sind, wie gesagt, eben vor allem die pflanzlichen Fette. Leinöl ist zum Beispiel auch noch ein Fett, was recht reich an Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren ist. Das kommt aus der Leinsaat, also aus den Leinsamen. Dann gibt es aber zum Beispiel auch noch das Baumnussöl oder auch das Kürbiskernöl als Spezialitätenöl oder das Sesamöl, die in der Ernährung genauso Platz haben wie jetzt eben ganz klassisch das Olivenöl oder auch das Rapsöl. Eine Kaltpressung ist sehr schonend, also so ein Öl hat zum Beispiel dann den Vorteil, dass es recht geschmacksintensiv ist, weil all die Geschmacksstoffe und noch im Öl enthalten sind. Es ist allerdings eben nicht ganz so stabil wie jetzt ein raffiniertes Öl, also von der Haltbarkeit und auch von also wie stark ich es erhitzen kann. Ein raffiniertes Öl wird noch stark verarbeitet eigentlich nach der Pressung von dem Ölsamen oder von den Ölfrüchten und wird dann zum Beispiel eben auf verschiedene Weisen gereinigt, teilweise auch gebleicht. Da werden viele sekundäre Pflanzenstoffe, die jetzt zum Beispiel eben auch positive Wirkung haben, in einem kaltgepressten Öl rausgenommen. Dadurch ist ein raffiniertes Öl meist weniger geschmacksintensiv, kann natürlich aber dadurch dann auch viel höher erhitzt werden. Also für kalte Küche verwende ich eigentlich alle Öle, die jetzt hier auch stehen. Das Sesamöl würde ich jetzt so ein bisschen außen vor nehmen, weil man das recht hoch erhitzen kann. Aber eben unsere Klassiker Rapsöl, Olivenöl, für mehr Geschmack dann auch das Kürbiskernöl oder jetzt hier auch noch das Baumnussöl, also so Spezialitätenöle, lassen sich für die kalte Küche besonders gut einsetzen. Für Zubereitungen in niedrigen Temperaturen, wie eben Dünsten, Dämpfen und Schmoren, eignen sich auch unsere klassischen Öle wie Rapsöl, Olivenöl, aber auch besonders zum Beispiel das Sonnenblumenöl. Für Braten und Frittieren eignen sich speziell zum Beispiel das Bratöl, was von der Zusammensetzung der Fettsäure so abgestimmt ist, dass es besonders hohe Temperaturen gut aushält. Also man kann auch mit einem kaltgepressten Öl anbraten, also man soll es eben halt nicht stärker als 130, 140 Grad so im Gros erhitzen. Aber kaltgepresste Öle sind an und für sich natürlich schon eigentlich geeigneter, um jetzt zum Beispiel Salate oder sowas anzumachen.